die Wüste von Tabernas. Und ich ganz allein mittendrin. Keine gute Idee, denn es ist die trockenste Region Europas. Wasser. Wasser. Sollte man immer dabei haben, wenn man durch die Wüste von Tabernas wandert. Oder fährt. Dafür wird man mit atemberaubenden Ausblicken und mit filmreifen Erlebnissen belohnt. Streng genommen ist es nur eine Halbwüste. Sie befindet sich im Süden Spaniens, eine halbe Stunde Fahrzeit von Almería entfernt. Die Wüste von Tabernas erstreckt sich auf einer Fläche von 280 Quadratkilometern. Nirgendwo in Europa regnet es seltener. Hier werden nie mehr als 250 mm Niederschlag pro Jahr gemessen. Das ist ungefähr so viel. Berühmt wurde die Region als Filmkulisse. Vor allem für die Italo-Western der 60er und 70er Jahre. Für mich ist es wie die Erfüllung meiner Kindheitsträume, als Cowboy durch eine Westernstadt zu reiten. Und zwar durch Fort Bravo. Der italienische Kultregisseur Sergio Leone baute die Kulissenstadt Mitte der 60er Jahre für seinen Welterfolg Spiel mir das Lied vom Tod. Auch seine Western-Trilogie mit Clint Eastwood in der Hauptrolle entstand in der Wüste von Tabernas. Heute kann hier jeder die Hauptrolle spielen, selbst ich. Als Tourist kann ich authentisch erleben, wie sich das Leben im Wilden Westen angefühlt hat. Hast du ein Problem, Gringo? Na gut. Für meinen Geschmack ein bisschen zu authentisch. Die Touristen jedenfalls sind begeistert von den täglichen Western-Shows. Ich halte mich lieber im Hintergrund und tauche erst auf, als die Luft wieder rein ist. Das war doch halb so wild. Jetzt treffe ich aber den Mann, dem ich das alles zu verdanken habe. Das ist Rafael Molina. Er ist nicht nur der Anführer hier, ihm gehört gleich die ganze Stadt. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Der ehemalige Stuntman war schon als Kind von Westernfilmen begeistert. 1977 kaufte er Fort Bravo. Die große Zeit der Italo-Western war damals vorbei und er wollte die Stadt erhalten. Zwei Filme pro Jahr werden hier noch gedreht. Doch das tägliche Geschäft sind die Touristen. Es sind nicht einfach nur die Show und die Tiere, die ich mag, sondern vor allem die Freiheit. Und hier findet man sie. Alles, was man braucht. Hier muss man nur warten. Um 8 Uhr abends sitzt man da und hört nichts. Keine Vögel oder sonst was. Absolute Stille. Knapp die Hälfte der Wüste von Tabernas ist Naturschutzgebiet. Vor vielen Millionen Jahren war das alles hier noch Meeresgrund. Abseits der Straßen und Wege darf man sich nur mit einem Fremdenführer bewegen. Wie man hier sehen kann, gibt es überall diese Gesteinsablagerungen. Die haben sich früher auf dem Meeresgrund gebildet. Und nach einigen tektonischen Verschiebungen und einigen Klimaveränderungen ist hier die Wüste entstanden, wie wir sie heute kennen. Wir durchqueren ausgetrocknete Flussbetten, die sogenannten Ramblas. An ihnen lassen sich die Sedimentablagerungen deutlich erkennen. Trotz der Trockenheit und der erbarmungslosen Hitze ist die Wüste ein beliebtes Ziel für Wanderer. Die werden immer wieder für ihre Strapazen belohnt mit solchen Ausblicken. Entweder man mag die Wüste oder man mag sie nicht. Da gibt es nichts dazwischen. Hier gibt es zwar kein Grün und keine Bäume, aber sie ist auf jeden Fall beeindruckend. Auf welche Weise, das hängt von einem selbst ab. Auch mich hat die Wüste von Tabernas spätestens am Ende des Tages in ihren Bann gezogen. Ich bin überrascht, dass hier bei so wenig Vegetation eine so abwechslungsreiche Landschaft entstehen kann, bei der ich mich ganz leicht an einen fremden Ort und in eine fremde Zeit denken kann.
Trocken, karg, aber nie langweilig. Ich würde mich immer wieder in die Wüste schicken lassen.